Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Schön, dass du mir wieder lauscht. Mir wurde ein Gedicht von Felix Eisenlohr übermittelt und ich saß da und überlegte, wie ich meine einleitenden Sätze bringen darf. Und zwar aus diesem Grund, da die vergangene Zeit sehr herausfordernd für jeden Einzelnen war. Unsere Grundbedürfnisse wurden auf den Prüfstand gestellt und diese Zeit war für jeden eine lehrreiche Zeit. Meinungsverschiedenheiten trieben eine Spaltung in der Gesellschaft voran. Anfangs schweißte die Angst uns Menschen zusammen und dann trennte uns die Angst und die Welt stand Kopf. Unversöhnliche Parteien standen sich gegenüber durch die gebildeten Meinungen aus diversen Quellen. Und jetzt? Ja, und jetzt, die Leidtragenden sind immer das Volk. Ist es nicht so, dass jeder Frieden möchte? Doch wie sieht es mit dem inneren Frieden jedes Einzelnen aus? Und da fällt mir nur dazu ein, Vergebung befreit und rückt die Menschen wieder zusammen zu einer starken Einheit. Zusammenhalt ist nämlich ein hohes Gut. Und nun trage ich euch das Gedicht von Felix Eisenlohr gerne vor und meiner Meinung nach betrifft es jeden Einzelnen von uns, ganz egal welcher Gesinnung er angehört. Viel Spaß beim Lauschen. Aufrecht. Um uns herum verletzt das Volk. Die Friedenszeiten scheinen aus. Gespalten wird's mit Erfolg. Das Leben fordert uns jetzt raus. Was einst noch falsch war, ist jetzt richtig. Das Ganze auch noch umgekehrt. Unsere Spur behalten ist jetzt wichtig. Die alte Ordnung war nicht verkehrt. Aufrecht lasst uns immer sein, Anfechtungen mit Kraft bestehen. Unsere Werte müssen bleiben, wenn wir geschlossen zusammenstehen. Die Liebe fest in uns behalten, mit viel Vertrauen auf Gottes Kraft. Lasst uns die Welt damit gestalten, weil unser Sein so vieles schafft. In diesem Sinne, herzlichen Dank an Felix Eisenlohr für seine Inspiration. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen, schönen Tag. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.